Boah. So, der Mann ist geschafft, der hat nämlich gerade die ganzen Schuhe aus unserem Allzweck, Ja, der zum Allzweckkleiderschrank. Allzweckschrank jetzt Ja. umfunktioniert wird, Und. aussortiert. Und ja, wir haben jetzt mit Alessandro zusammen, habe ich hier ein Schuhregal halt aufgebaut. Genau. So, und jetzt drehen wir euch mal um und zeigen euch mal, naja, wir haben schon ein bisschen was weggeräumt Ja, jetzt. mir ist ein bisschen spät eingefallen, dass wir es filmen wollten. Ja, genau. Weil wir machen jetzt das Aussortieren, bla bla, Genau. umgestalten Video. So, einige von euch wissen vielleicht, dass wir eine zweite Wohnung mit an unsere große Wohnung schon mit angeschlossen haben, dass wir ein zweites Bad da noch mit haben. Und da haben wir ja einen kleinen Flur. Und dort kommt jetzt unser Allzweckschrank rein. Jetzt drehe ich euch mal rum. Es steht alles ein bisschen schief und krumm schon da. So, die Kommode. Das Puppenhaus, das gerade ein bisschen auseinanderfällt. Das schieben wir. Ich hoffe, es funktioniert. Ein Stückchen weiter hinter, sodass die Tür auch noch aufgeht, obwohl wir die eigentlich nie nutzen. Ja, aber die müsste schräg aufmachen, dass wir bis dorthin schieben, bloß. Wir müssen gucken, ja, dass wir bis dorthin schieben. Und hier daneben kommt dann der Allzweckschrank. Den, wenn Der du die kommt Tür dann hier. aufmachst. Genau, das ist ein relativ schmaler. Ich kann euch mal zeigen. So, da steht nämlich jetzt da draußen. Hier draußen herrscht das reinste Chaos. Dort sind die Schuhe überall verteilt. Der Bretter hat Andi schon rausgetan. Unsere Waschmaschine vom Urlaub. Da ist aber nur die Kiste. Wir haben alles da gelassen. Das tun wir nämlich noch entsorgen, brauchen wir nicht. Und der Schrank, der ist relativ schmal von der Tiefe her. Der kommt nämlich dann hier daneben. Und dort kommen nämlich unsere ganzen, naja, alles, was so Vorratssachen, was nicht unbedingt in der Küche immer gebraucht wird, dort rein. So, und die Schuhregale, die standen wiederum dort. Und da gucken wir natürlich. Andi hat eine Menge Schuhe. Ich habe eine Menge Schuhe. Ich muss vieles eigentlich aussortieren. Ich glaube, Andi auch. Ja, da sagt er mal nein, muss er nicht. Ich merke immer wieder, okay, das ziehst du näher an, das ziehst du näher an. Das wird immer Ich mehr. ziehe eigentlich alle ein. Immer mal so. Stimmt gar nicht. Ein paar Schuhe ziehst du, hast du noch nicht ein einziges Mal angehabt. Das sind welche, die hat er in Polen gekauft und die hast du nie angehabt. Die sind super duper leicht, zieht er nie an. Also ich denke, die werden Weil mal die zu so. nichts Und die passen. anderen Adidas-Schuhe, das sind so hellblaue, da reibt er sich die Füße auf. Warum hat man die Schuhe dann noch? Ich muss mal sehen, dass das noch. Vielleicht habe ich ja kleinere Füße gekriegt jetzt. Der Mann träumt gerade ein bisschen. So, aber wir zeigen euch dann definitiv das Endergebnis, Ja. wie der Schrank dann hier drin steht. Ich hoffe, das klappt alles. Also Klar, drückt das uns mal die macht Daumen. es bald. Es hat funktioniert. So, das ist unser neuer Allzweckschrank. Davor hat der Schuhschrank war. Der neue Schuhschrank steht da draußen. Das zeigen wir euch dann später, wenn der eingeräumt ist. So, und hier kommen jetzt nämlich unsere Vorräte und teilweise Toilettenpapier, unser Lager im Endeffekt ein bisschen rein. Und was wir an Sachen nicht unbedingt ständig brauchen. Ich weiß gar nicht, was man alles zum Beispiel nicht unbedingt braucht. Ja, lauter Krimskrams, was man eigentlich in der Abstellkammer hat in der Küche. Dort lassen wir natürlich auch noch ein paar Sachen drin, aber so haben wir ein bisschen mehr Stauraum. Wir haben dort nur Schuhe drin gehabt. Also Andi putzt den jetzt übrigens erstmal noch. Also von innen ist er ja schon sauber gemacht, aber von außen, ich Ich weiß habe nicht, ob ihr ja außen es schon mal seht. geputzt, aber war ja Ja, Blödsinn. ihr seht das sogar, das ist so richtig, Männerlogik. ja, Männerlogik. Sag's doch Wir ruhig. schleppen das Teil hier Sag's rein und doch. haben total schwitzige Sag's Hände doch. und Wir haben Mühe. gedacht, dass der nie herpasst, ne? Hast du doch Ja? gesagt, dass wir Nee, da. ja, wir dachten jetzt wirklich, da passt nicht hierher. Also nur vom Gucken. Ja. Nur vom Gucken. Hast du Nur wohl vom gesehen, was Gucken. du für eine schiefe Optik Ja, hast? irgendwie schon. Hey, Weil hey, ich glaube, hey. Kinder, der wusstet ihr, dass eure Mutter eine schiefe Optik hat? lässt er doch nicht. Ja, bei Schönen Dank. Weil dir. 90 Zentimeter hatten wir Platz und am Ende ist der Schrank gerade mal 75? 79. 79. Also er passt perfekt. Die Kommode steht jetzt Ach, auch guck hier. Jetzt mal, wie kann. die spritzen. Ihr seht jetzt das Chaos. Ich muss die Puppenstube irgendwie wieder in Ordnung bringen. So. Und dann organisieren wir jetzt mal weiter. So. Ich sehe übrigens lustig unter Haare aus, ne? Ups. Aber man sieht, wir haben jetzt gerade was gemacht. Wir haben Unsere, was wir haben was gemacht. Also wir zeigen euch jetzt mal, gemacht. So. wie unser neues Schuhregal. Ich finde es geil. Das ist schon lustig. Also. Es ist alles durchorganisiert, ja. So. Sind selbst die Stiefel oben drauf, passt. Und ich habe auch unten Wäsche drin. Jetzt sind hier noch die anderen. Auch die Schuhregale stehen jetzt hier draußen und nicht mehr drüben. Hier draußen, der Karton muss noch weg. Genau. Und drüben haben wir jetzt noch viel, viel mehr Platz. Ja. Bonbon. Ich Macht schließe mal Andi die gleich mal noch Krawall. So. Weil wir haben nämlich jetzt drüben in dem kleinen Flur hier, ist es stockduster.
Ja, die Wärme soll draußen bleiben, aber irgendwie ist es, obwohl die Kinder hier Lego machen, also Lego. Lego ist es ja nicht. Genau, ist es ja eigentlich nicht. Blue Bricks. Genau, hier hinten standen ja die Regale, die haben wir jetzt doch rausgeräumt. Das muss ich noch wegräumen. Die nutzen wir durch die Consuela so wenig im Winter. Das ist natürlich doof, wenn man diese Zugluftstopper von gar nicht weiter nutzt. Hier haben wir es jetzt vor der Tür wieder gelegt. So, aber schon plötzlich das Video zu Ende. Also der Schrank ist im Endeffekt noch nicht eingeräumt. Das müssen wir alles noch machen. Ich kann euch ja mal die Abstellkammer zeigen. Andi bereitet gerade die Kekse vor. Das Eis muss ich nämlich machen. Ja. Hier, das Chaos wollt ihr eigentlich schon mal sehen. Vor allen Dingen, jetzt steht hier noch alles Mögliche an Kartonzeug hier drin. Das muss alles noch runter. Wenn du dir überlegst, das haben wir wann gemacht? Letztes Jahr, zu unserem Hochzeitstag. Noch nicht mal ein Jahr her. Da müsst ihr mal gucken. Ja, kannst du gerne noch ein paar Waffeln drauf tun. Zu unserem Hochzeitstag vor einem Jahr. Allen Ernstes, wirklich. Am 28.08. haben wir das gemacht. Du musst Prioritäten setzen. Genau, dann haben wir es so gemacht. Es war einmal. Und hier unten, na gut. Jetzt haben wir das alles bloß hier reingeschmissen, weil es runter muss. Das Altpapier kommt gleich wieder mit weg. Und es sind nämlich einige, wie zum Beispiel Backform, ja, die ideale Variante und auch solche Dosen, die man nicht ständig braucht. Ich hoffe, das passt alles in den Schrank rein. Das wäre ideal. Oder das, was man eher mit in den Urlaub nimmt, diese Mixerteile. Obwohl, du brauchst es vielleicht ab und zu sogar hier. Und hier unten ist auch noch lauter Kram. Alkohol, was wir kaum trinken, das ist das. Also ich sowieso nicht. Ja, ich nur in Gesellschaft. Du nur in Gesellschaft, es wird auch kritisch. Wir haben wenig Gesellschaft. Also kommt euch besuchen. Genau. Ja, es trinken ja nicht viele von uns. Also wir sind ja eher so, naja, also wenn wir die Familie und sowas, die trinken alle nicht. Ich trinke sowieso nicht. Nein, also muss er alleine trinken oder gar nicht? Nee. Wieso nicht so dramatisch? Nee, trinken macht trinken wir nicht. Genau. So, dann würde ich mal sagen, entweder verabschieden wir uns jetzt schon, das ist ein relativ kurzes Video, oder wir zeigen euch noch, aber ich denke, das wird ein eigenes Video, wenn wir das einräumen und unsere Abstellkammer hier das reinste Chaos. Ja. Dann würde ich mal sagen, ja, wir verabschieden uns von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, es war also ereignisreich für uns. Man ist immer wieder froh, wenn man wieder was geschafft hat. So, Glück. Und jetzt fülle ich gleich das Eis auf und hiermit verabschieden wir uns. Tschüssi, sagt der Andi. Die Marika. Und zusammen sind wir. Natürlich wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt wird der Schrank organisiert. Drüben in unserem kleinen Flur. So, das Chaos hatten wir euch in einem anderen Video bereits gezeigt. Jetzt wollen wir hier sowas wie Ordnung reinbringen. Ja, sowas wie Ordnung reinbringen. Tortenform und keine Ahnung. Toilettenpapier habe ich jetzt auch schon drüben. Ich glaube, ich gehe einfach mal rüber. Du gehst rüber, ich komme nach. Ich gehe mal rüber. Und dann zeigen wir euch im Endeffekt drüben, in unserem kleinen Flur, unseren hoffentlich bald organisierten Schrank. So, noch ist der Schrank leer. Also nicht ganz. Einmal Waschmittel steht schon drin. Die Sohlen, da muss ich dann mal gucken, wo ich die hin tue. Was bringst du mir jetzt? Oh, wenn ich hier durchkomme. Wenn du hier durchkommst? Ich stelle es wieder runter. Ich schalte das an. Gut. So, das sind alles Dinge, die man nicht regelmäßig benutzt. Ein Kuchengitter. Und sowas. Mikrowellen-Drehteller. Hä? Ja. Braucht man nicht. Kann man wegschmeißen. Naja, da brauchst du nicht. Ich weiß nicht, wozu man das überhaupt benutzt. Ich habe keinen Plan. Benutzt ihr sowas? Ihr könnt uns ja mal verraten, ob ihr das benutzt, wie ihr das benutzt, weil ansonsten entsorgen wir es wirklich. Weil ich habe keinen Plan, weil wir das noch nie benutzt haben, in keiner einzigen Mikrowelle. Ich mache mal die andere Seite mit auf. Da kommen bestimmt noch ein paar schöne. Da ist, glaube ich, auch dieses, oh, wie nennt man das? Hä? Gebäckteil hier, was so doppelsteckig ist. Das tun wir bestimmt auch noch mit rein. Nee, keine Etaschere. Nee. So, ich hoffe, der Schrank geht dann zu. Wir müssen dann mal gucken, wie ich das sortiere. Das komische Teil tue ich erst mal mit oben drauf. Auch wenn ich es jetzt nicht brauche. So. Jetzt. Kann ich die Packung hier rein tun? Ich bin gerade am Überlegen. Die ganze Packung. Das habe ich zwar aufgerissen. Aber egal. Weil noch ist sie voll.
Wollen wir das wirklich so mal reintun? Nee, ich glaube, es ist zu viel Platz. Au, so viel Platzverlust. So kann man schön stapeln. Bringst du mir Schönes? Was bringst du mir Schönes? Schön mal um die Ecke gucken. So, was bringen Sie mir? Mischlich. Ach ja, alles nur das. Das ist für Kekse. Ich meinte nämlich dieses Teil, wo du hier Wurst und sowas reintun kannst. Ja, ja. Anders nicht. Ja, auf dem Plastikteil, was kein Mensch braucht. Kriege ich das hier rein? Muss ich mal gucken. Man hat es immer da. Man braucht es ab und zu. Wir kriegen es sogar auseinander. Mal gucken, ob ich das reinbekomme, damit ich nicht damit den Platz verlust habe. Nee, also hier nicht. Dann muss man hier. Von was denn? Irgendwas Metallisches. Irgendwas Metallisches. Ja. Wir haben es bloß Schabel. Ob das irgendjemand mal gucken kommt, ob es mir eventuell gut gehen könnte. Ja, eben. Hier brauchen wir die Dinger wirklich noch. Dann entsorgen wir sie bitte. Danke. Ach ja, du hast ja noch unsere Backform, Cassandra, ne? Ja. Gut. Ich hab keine Backform. Zeig dich an. Wo hast du den? Ach, die hast du oben reingestellt. Papa hat sie bloß noch nicht rübergebracht. Alles klar. Okay, ich hab keine Ahnung, wohin damit. Zwischenstand für euch, wie es jetzt aussieht. Mal gucken, was noch reinkommt. Wir haben noch ein paar Plastikbeutel, ein paar Stoffbeutel. Andi tut jetzt gerade ein Körbchen raus. Und da legen wir jetzt die irgendwie rein. Mal gucken, ob es überhaupt ausreicht. Das kommt nämlich auch noch mit da rein. So, erstmal der Schrank. So, da oben sind jetzt die ganzen Tortenbehälter und Wurstbehälter und Muffinförmchen und sowas. Hier die Tortenform, dieser Zwiebelhacker und ja, elektrischer Schneebesen und Pürierstab. Dort kommen noch ein paar Keksdosen rein, die habe ich irgendwo oben über dem Kühlschrank noch drin. Die sind aber zu weit nach hinten gerutscht, die muss ich noch rausholen. Toilettenpapier, Waschmittel, Kaffee, wir haben ein riesen Kaffeelager, Pappteller und da unten Alkohol und alkoholfreie Sachen. Wir trinken ja nun mal so selten was. Das ist jetzt alles da unten. Und natürlich zeigen wir euch dann auch nochmal die Abstellkammer, wie das aussieht. Jetzt zeige ich euch mal das ganze Chaos. Also wir haben schon einiges jetzt entsorgt, was in der Abstellkammer im Endeffekt drin war. Drüben der Schrank ist jetzt fertig. Soweit, wie es erstmal geht. Das Ethanol, was für unseren Ethanolkamin ist, das muss noch drüben rein. Das tun wir gleich beim Toilettenpapier dort daneben. Und ansonsten, Altpapier sind drunter geschafft. Da ist Orangensaft, noch ein Körbchen.
Das wäre wahrscheinlich schon Sorgen, weil das funktioniert ähnlich mit Kickpops und sowas. Funktioniert überhaupt nicht. Das ist noch ein bisschen Müll. Das ist von meiner Freundin, das muss wieder zurück. So, und jetzt fangen wir hier in dieses Chaos Ordnung reinzubringen. Jetzt ist ja hier oben auch nichts mehr drauf. Die Konserven können ordentlich, vielleicht eine Etage tiefer am besten, weil da ist nämlich ein bisschen mehr Platz. Und man kann es jetzt gut verteilen. Ganz unten mache ich jetzt einen Sirup rein. Und ich muss jetzt mal gucken, wo ich dann die Dosen und sowas runterbringe, die ganzen Glasdosen. Also mal gucken. Es ist jetzt nicht mehr so weltbewegend viel, aber unseren Vorrat könnten wir ja trotzdem dann oft irgendwann wieder auffüllen. So, mit den Taschen muss ich mir auch was anfallen lassen. Mal gucken, wie wir das machen. Also, ihr könnt gespannt sein. Ich kann nicht. Da sind wir wieder. Fertig, aber glücklich. Fix und fertig. Wir haben wieder was geschafft. Aber also das sehe ich immer wieder. Ist geil. Mein Problem ist nur, für mich steht dann schon wieder hinten dran, Mist, was wolltest du heute eigentlich noch machen? In die Waschanlage fahren, das Jetpack, ja. Die ganze Sache raus. Ich fahre morgen mit einem saudreckischen Auto auf Arbeit. Schrecklich. Aber egal, wir haben was anderes geschafft. Das ist wichtig, ja. Ja, ich denke, das ist... Das Auto abrauschen läuft ja nicht weg. Das läuft mir leider nicht weg. Das hier wäre vielleicht weggelaufen. Nee, wäre es auch nicht. Also wir zeigen es euch jetzt mal, wie es fertig aussieht. Wir drehen euch mal rum. Also, ein neuer Vorhang. Und ich habe es nach 14 Jahren geschafft, eine Schraube zu finden, dass die Gardinenstange hält. Kein Mortell. Und wie hat sie sie genannt? Hoffene Schopfstunde. Scheißschraube. Ja, genau. Und die Scheißschraube hat sie gefunden. Ja, ich habe geflucht. Weil ich bin wahnsinnig, weil immer kam die Gardinenstange so runter. Aber man sieht jetzt übrigens leider, dass die irgendwie ein bisschen schief ist. Ist ein neuer Vorhang? Ist nicht schief, ja. Der ist nicht ganz so lang. Das ist gut, weil da hatte kein WLAN immer okay. Ja, also es ist ein bisschen länger trotzdem. Das ist immer unser Problem, ja. Da liegt trotzdem unten auf. So ein Mist. Das machen wir, nee. Wenn ich Lust drauf habe, in 20 Jahren mal zu nähen. Hallo? Wie alt du dann bist? Ist egal. Ach, so alt bin ich da noch nicht, Mensch. Die Marni so Family ist jetzt auch 60, die näht. Also die wird jetzt 60. Deine Mama machen. Ja, genau. Ich glaube, die hat jetzt gerade andere Sachen. Ich glaube, die hat andere Sachen zu tun gerade. Kannst du denn meinen? So, aber jetzt wollen wir erstmal euch die Abstellkammer zeigen. Also man sieht, der Vorrat ist nicht mehr allzu groß. Ein bisschen Margarine, ein bisschen Ketchup, einmal die teure Miracle Whip. Dann Marmelade ist nicht mehr viel. 1, 2, 3, 4. Also das eine ist eine Marmelade, das essen die Kinder sowieso nicht. Der Paprika-Cashew-Aufstrich ist noch da. Einmal Tomatenmark. Das hatten wir geschenkt gekriegt, Milchmädchen. Ganz böse. Könnte ich jetzt glatt essen? Na dann los. Och, nee, lieber nicht. 5000 Kalorien mehr. Das sind jetzt alles unsere ganzen Vorratsdosen, wo wir alles, wenn wir was aufbewahren müssen im Kühlschrank oder halt einfrosten. Hier sind auch noch ein paar. Dann ist hier noch eine Dose, da ist gar nichts drin. Da haben wir zum Beispiel, sind wir mal ehrlich, Mehl gefunden. Was wir vor Hunderten von Jahren hatten und jetzt. Zwei Jahren. Ja, das letzte Mal gekauft hatten. Schlimm. Schokotrops, die ist noch komplett zu. Das Total Protein Sahne ist auch noch zu. Noch einmal Schokomilch. Hier oben fangen wir an mit Sirup. Jetzt hängt endlich das Nudelsieb an. Die muss es nicht mehr suchen und schmeißt es immer irgendwo in die Ecke. Das ist eine ganz böswillige Unterstellung. Hier sind unsere Klemmen drin, damit wir Tüten oder ja irgendwie dann zumachen können. Unser Riesenvorrat an Sirup. Da hinten ist noch ein Eistee und einmal Apfelsaft. Kommen wir jetzt schwer ran, aber es ist egal. Kommen wir trotzdem, wenn wir es brauchen. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 mal Rotkraut. 3 Dosen gestückelte Tomaten, glaube ich, gehackte oder so. Passierte Tomaten einmal selber eingekocht. So sieht auch das Glas aus, lecker. 2 Liter einzeln. Dann haben wir noch einmal 500 Milliliter nochmal. So, jetzt muss ich euch mal hier versuchen. Dann haben wir Gewürzgurken einmal. 2 mal Rote Beete. Da hinten. Und 5 mal Kidneybohnen. 3 mal aus Tschechien und 2 mal von hier, die noch übrig waren. Und hier unten haben wir auch noch ein bisschen Vorrat. Also Dinkelmehl 2 mal, Haferflocken 3 mal. 3 mal Reis? Ja, 3 mal Reis. Weißweizenkries. Ja, ein bisschen Reisfass. Ja, obwohl so oft essen wir es am Ende auch nicht, ne? Es geht schon. Ein bisschen Süßstoff ist noch da, der letzte. 2 mal Ananas und 1 mal Apfelmus. Da wird er jetzt bald aufgebraucht, wenn wir unsere Quark essen. Und ihr seht, hier oben ist nichts mehr. Da oben ist nichts mehr.
Das ist wirklich erleichternd. Das ist aber wirklich so. Jedes Mal aufs Neue. Das gefällt mir. Ach, und hier unten, ja, das habt ihr noch gar nicht gesehen, steht nur noch ein Papierkorb und unsere Autokiste. Also unsere Einkaufskiste. Und so Auto bleibt das. Ja, ich hoffe. Der Besen ist noch hier, unser Akkustaubsauger. Ja, unser Akkustaubsauger und mein Fluggerät, mein persönliches. Das Teil hebe ich jetzt noch auf. Seht ihr jetzt gar nicht. Muss ich mal hier ein bisschen wackeln. Das kann man in den Kühlschrank tun für die Flaschen. Das hatte ich hier oben erst drin liegen. Und da lagen die, aber das braucht man nicht unbedingt. Für den Kühlschrank vielleicht mal. Nee, das ist von dem. Ja. So. Und wir fühlen uns jetzt wohler. Haben geschwitzt ohne Ende. Die Dusche freut sich auf uns. Oh. Ach, auf uns? Auf uns. Das finde ich gut. Ich hoffe nacheinander. Wir passen nicht zu zweit unter die Dusche, das wird nichts. Oh, nee. Kannst du vergessen. Du hast mir jetzt wieder einen Ballon aufgeblasen. Jetzt. Ach so. Und jetzt lässt du die Luft ja, wieder. Ja. Jetzt schließen wir gleich mal hinter uns. Ich muss dann bestimmt. Vielleicht noch aus. Auch nur vielleicht. Ja, wenn, macht sich immer besser. Wenn ich den Lichtschalter finde. Ich habe ihn gefunden. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, nicht dass wir hier ausrutschen. Und jetzt beenden wir hiermit beenden das, wir das. Ich gehe jetzt noch schnell Wäsche abhängen. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das ist, dass ihr es bisher geschafft habt. Dass ihr das durchgestanden habt mit uns gemeinsam. Genau. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen Ansporn für euch. Mhm. Auch irgendwie nehmt, was um zu organisieren. Nehmt's in Angriff. Man fühlt sich danach irgendwie geiler. Ja, man sagt, so man hat wieder was geschafft. Ja. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend noch oder Tag, je nachdem, wie ihr es guckt. Genau. Danke fürs Zuschauen und dann sagt Tschüssi der Andi. Die Marika. Und zusammen sind wir natürlich wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.